Kernen mit Linux Desktop produktiv arbeiten oder nicht? Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, vor allen Dingen für User, die in der Windows-Welt zu Hause sind, wie beispielsweise auch ich selber. Ich habe das jetzt mal versucht, ein bisschen zu kanalisieren mit den Standardprodukten, die möglich sind. Und an erster Stelle muss man natürlich hier bei den Browser sehen. Der macht genau das, was er machen soll und tut das natürlich unter Windows ganz genauso, wie es auch im normalen Leben sein soll. Und natürlich gibt es hier keine Einschränkung. Hier unter Tumbleweed ist er im Startvorgang relativ zügig. Das haben wir ja bei Ubuntu Desktop 22.04 momentan mit so einem kleinen Manko versehen. Aber das ist wirklich ein kleines Manko. Ich habe hier mein geliebtes Tumbleweed und switche auch mal um in den Foren und schaue mir doch mal Dinge an, die vielleicht seltener aufgerufen werden. Also das funktioniert so, genauso wie ich mir das vorstelle. Die Dinge werden abgespielt, dargestellt und auch entsprechend gerendert. Der nächste wichtige Punkt ist natürlich die E-Mail und ich habe mich ja hier schon sehr mit rumgequält. Also KMail für ein KDE. Ja, da habe ich zwar diverse Konten einrichten können, aber von MS 365 leider gar nichts. Und im Thunderbird, da bin ich jetzt tatsächlich auf eine Möglichkeit gestoßen, was es mir ermöglicht hat, das entsprechend einzurichten. Und ja, es funktioniert. Auch mit MS 365 inklusive Senden. Allerdings habe ich dafür eine Authentifizierungslizenz, auch immer wie man das nennen mag, von einem Produkt käuflich erworben, 10 Euro von Eule Thunderbird. Ich hoffe mal, ich habe mich da nicht irgendwie verleiten lassen für etwas, was vielleicht nicht so toll ist, aber es funktioniert. Das klappt. Und für 10 Euro im Jahr, das ist für die Entwickler hier, ja, ein Kaffee, sage ich mal, oder ein Cappuccino. Also es funktioniert. Ich bin sehr angetan. Absolut top in Ordnung. Ich habe von der Website bei Microsoft, weil es im Discover leider noch nicht zur Verfügung stand. Wir können ja jetzt nochmal schauen. Die Lösung, die wir hier haben, von der Möglichkeit Visual Code, ja, Visual Code sehen wir also hier nicht. Es gibt zwei Programme, die sind zum Aktualisieren. Custom 7.5. 7.5. Das sollte eigentlich schon erledigt sein. Ich mache das trotzdem jetzt mal kurz. Aber die Dinge sind absolut in Ordnung und ich habe mir von der Website für Linux den Visual Code runtergeladen als Red Hat Packet Manager und habe den auf meinem System hier installiert und der tut super seinen Dienst, genauso wie ich mir das vorstelle. Der macht nichts Schlimmes und ich kann den super benutzen und wenn ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe, kann ich den sehr, sehr gut als Editor tatsächlich auch empfehlen. Unter Windows benutze ich den schon sehr lange
Also auch hier gibt es keine Probleme. Ich denke mal, für alle die mit Office-Paketen arbeiten, ist natürlich der nächste Schritt LibreOffice oder das ehemalige OpenOffice. Ich benutze hier LibreOffice, was ja quasi dem OpenOffice entspricht. Und neue Variante seit heute Morgen, glaube ich, 7332. Es war vorher meines Wissens 7331. Das ist okay. Das läuft. Ich habe eben beim Kalk doch ein bisschen gezögert. Und ich zeige das hier mal kurz. Ich habe mir so ein kleines Kalkprojekt. Ich habe die Summenbildung gesucht, was natürlich Schwachsinn war, weil es wird genauso entnommen wie bei Excel. Aber gut, das haben wir dahingestellt. Es ist sicherlich eine Gewöhnungssache. Das ist so ein bisschen vom Format und hier von den Menüs ein kleines bisschen anders. Aber wenn man sich damit beschäftigt, also hier Format übertragen beispielsweise, ist das gleiche Icon, nur dass es hier schwarz ist statt mit einem gelben Pinsel wie bei Excel oder Microsoft Office. Ich denke mal, das bekommt man sehr gut hin. Auch wenn ich hier hingehe und sage, Mensch, ich habe hier Projekte und würde jetzt hier ein PowerPoint, das ist ein altes PowerPoint, also 2003er PowerPoint. Jetzt gucken wir mal, ob man das hier in einer anderen, neueren Version, ja, 2007, 365, ne? Also man könnte das entsprechend speichern. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sich das dann hinterher darstellt, ob man das sinnvoll weiterverarbeiten könnte. Das müsste man dann mal tatsächlich ausprobieren. Erster Stand bei den Dingen, die ich verwende. Und das ist wirklich ganz, ganz schwaches Bild. Das bringt auch nicht ein Gesamtbild. Also das muss man ganz deutlich sagen. Das ist meine Verwendung. Und meine Verwendung ist mit Sicherheit nicht die, die in der Verwaltung oder in Büros oder in Personalverwaltung oder wo auch immer eingesetzt wird. Denn hier bräuchte man sicherlich mehr und speziell, wenn es um die Kombination geht, Microsoft Produkte, Server und Office hier in diesem Umfeld. Da könnte ich bis auf dem Thunderbird mit der Ergänzung doch hier schon na, sicherlich das ein oder andere Problem hier produzieren, was vielleicht ein bisschen abschreckt. Aber letztendlich geht es ja darum, inwieweit können wir hier noch produktiver werden. Und das möchten wir natürlich noch in den nächsten zwei Videos näher betrachten.